willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Eco Puri. Wir beginnen mit der Maisernte. Ist ja nun endlich reif. Schauen wir mal, ob das Crossplay hier auch funktioniert. Kann man auch schön drauf fahren. Mal durch den Bit. Den Beitrag mit Kaffee. Dabei wird man ja noch Silage in den Trichter einwerfen. Nehmen. Schon mal das erste Mal leer machen. Und dann werden wir gleich eine Tour einfahren. Doch.
Turnier. Aber die Karte haben sie nicht. Rauskriegen vom Feld. Dirk Weyer, kaum so fest sehen. Gleich kalten muss. Müsste jetzt passen. Wenn wir die Tour einfahren. Wir haben den Morgennebel. Führungskurs hochfahren. Darstellen. Rechts. Oh, egal. So, fahren wir den Kurs ein. Beginnen wir hier vorne. Versuchen mal irgendwo sachte auf die Straße zu kommen. Gut. Das schön gemütlich machen. Dass hier keine Autos fahren. Das macht die Sache einfacher. So, wir müssen schön nach vorne gucken. Außenansicht. Jetzt sind die Anzeigen mit dem Fahrzeug. LKW ist Fahrzeug links. Jetzt fahren wir schön in den Hof. Plattenweg lang. Schnell, aber nicht zu schnell. Hey, das ist nicht gut. Mal gucken. Das ist schlecht. Wir kriegen Mais rein. Müsste doch Mais reingehen normalerweise.
schlecht. So, das hört mir vom Aufkurs ja auch nichts. Irgendwo anders am Kippen nimmt ja auch nichts. Das ist ganz, ganz blöd. So, vielleicht. Frage. Vielleicht liegt es daran, mal gucken. Mal schauen. Okay. Gebäude. Irgendwas war ich mit Betriebskosten. Oh, 5 auf 3. Irgendwo hinstellen, wo es auch Sinn macht, wo man nicht im Weg steht. Innen drin ist ja auch blöd. Das ist nicht so gut. Auch nicht. Geht's. Scherzkeks. So, das ist schon blöd. Ich bin recht neugierig, ob die Schüler zu sagen hat, die steht. Geht nicht geladen werden, ja, ich komme gleich. Und wird gleich verkaufen. Das sieht auch nichts aus. Und da. Nur Holz. Auf 3 mit der Karte. War das schon komisch. Habe ich da ein dickes Silo? Kann ich es einladen? Ungünstig. Kann man immer sparen.
Blaubahn gelesen. BGH funktioniert. Ist verarbeitet. Aber erstmal egal, die Folge ist nicht zu Ende. Seitenschüttel und Gewinkel.